Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich euch eine Besonderheit des Tages mitgeben. Der 20. des Monats November im Jahre 2020. Was für ein Tag! Welche Zahlen spielen heute eine große Rolle, vor allem bei mir? Der 20. des Jahres 2020. Um 20.20 Uhr und 20 Sekunden ist die Aufgabe, die unsere Seele meines verstorbenen Sohnes Matthias und mir, der mit 20 über die Regenbogenbrücke ging, vollendet. Wir gehen in genau das, was unsere Seele oben einst ausgemacht hat, nämlich in meine Lebensaufgabe. Heilen mit allen Sinnen, euch nahe zu bringen, euch zu helfen, den Sinn hinter allem zu verstehen, das euch irgendwann in eurem Leben begegnet ist, den Ursprung zu finden in dem, was euch ausmacht, eure Seelenaufgabe. Ich helfe euch, eure Sinfonie zu schreiben, zu erkennen, die ihr dann im Nachhinein bespielen könnt, und zwar in einem lustigen Lied, nicht in einem Trauerlied. Denn wenn die Lebensaufgabe erkannt ist, dann geht alles sehr, sehr leicht, sehr einfach und sehr bequem. Mich hat das Ganze heute Nacht schon gegen 4 Uhr aus dem Schlaf aufgerichtet. Ich musste schon gegen 4:30 den ersten Post setzen, damit ihr die Infos bekommt, was unsere Lebensaufgabe heute Abend abschließt. In das geht in die volle Kraft, in die Schöpferkraft, um euch behilflich zu sein, dir behilflich zu sein. Deshalb ist die letzten 2 Tage ein Projekt entstanden. Ich nenne es Energiebaden als Call aufgrund der besonderen Umstände des Jahres 2020. Wir müssen auf sozialer Distanz alles umsetzen und es funktioniert. Deshalb habe ich euch ein Black Week Angebot erstellt, wo 3x2 Stunden live mit mir die Energie, die durch mich fließt und mit meinen einzigartigen Fähigkeiten und prägenden Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, als Grundlage euch dahin zu führen, wo eure Ursprünge, eure Blockaden und Traumata sitzen, in ganz leichter spielender Form in einen Energiefluss zu bringen, als Paket, als Angebot zu schnüren. Schnell musste es gehen. Unverständlich für die, die mir an der Seite standen, das Projekt umzusetzen. Denn nicht jeder kennt meine Geschwindigkeit. Nicht jeder kennt meine Zeiten, die die geistige Welt mir vorgibt. Aber ich kenne mich. Wenn solche Tage anstehen, sind 18 bis 20 Stunden in der Umsetzung ganz normal. Deshalb habe ich das Projekt ins Leben gerufen. Und wie kann es anders sein? Ich befinde mich aktuell im Hotel. Und wie ihr seht, die Sinfonie des Lebens, weshalb ist genau hinter mir ein Musikant zu sehen und das beleuchtet. Für mich und mein Leben, es geschieht nichts aus Zufall. Ich bin immer genau am richtigen Platz, wo das durch mich fließen kann, was fließen darf, soll und muss. Das Einzige, was ich zu tun hatte, mich bereit zu erklären, diese Aufgabe anzunehmen. Und die lebe und liebe ich
und freue mich über jeden, bei dem es sehr schnelle und effektive Erfolge bringt. Der ein oder andere, der dieses Video sieht, ist mit Sicherheit schon mit mir in Berührung gekommen. Gebt doch einfach ein kurzes Feedback für die, die mich noch nicht kennen. Einfach, damit sie wissen, auf was sie sich einlassen, mit mir und durch mich, was geschehen kann, wenn man es zulässt. Man muss es nicht einmal glauben, einfach nur die Bereitschaft, es zuzulassen, dass Veränderung geschehen kann. Aufgrund meiner jetzigen Erfahrungen habe ich mich entschieden, eine längerfristige Begleitung für meine Hilfesuchenden anzubieten, damit das nicht eine Eintagsfliege ist, der Kontakt zu mir, sondern damit ihr jede Woche in Begleitung in eure Entwicklung geht, euch festigt und von Tag zu Tag ein leichteres, erfüllteres Leben bekommt. Das alles in diesem verrückten Jahr 2020. Wäre es nicht so gekommen, hätte ich mich nicht bereit erklärt, diese Online-Plattformen zu nutzen. Also, Fluch oder Segen, wie man es nehmen mag. Ich nehme meine Herausforderungen immer an. Wie machst du es? Bist du irgendwann bereit, auch den Sinn dahinter zu verstehen? Einst im Jahre 2019 war es auch so, dass man mich nach Algund auf die Messe geschickt hat. Ich wusste, es geschieht auch dort etwas sehr, sehr Bewegendes, hatte jedoch keine Ahnung, um was es geht. Um mich herum sind die Energien schon explodiert. Ich stand an einer Ecke, wo viel mit Bäumen und Natur zu tun hatte. All das könnt ihr in meinem Buch Atlas. Ja, es geht um den Halswirbel Atlas. Dort, wo viele schwerwiegende Sachen zu tragen sind. In meinem Buch Atlas trägst du die Last der ganzen Welt, könnt ihr dieses Geschehnis in vollem Umfang nachvollziehen, das jetzt den Rahmen sprengen würde. Meine Bücher sind unter Sophie Untersberger bei Amazon zu finden. Was ist geschehen? Samstagnachmittag wurde es um mich herum ganz still. Meine Standnachbarin, mit der hatte ich bis dato noch kaum ein Wort gesprochen, weil wir in unserer Arbeit vertieft waren. Doch zu diesem Zeitpunkt waren wir auf einer Fläche von ca. 20 Quadratmeter, wie von der Umwelt abgeschnitten. Sie spricht mich an. Wir kamen ins Gespräch und mussten feststellen, dass sie genau auch ihren Sohn mit 11 Jahren verloren hat. Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass ihr Sohn genauso hieß wie meine Familienthematik, Clemens. Und im Hintergrund erscheint das Lied Gruß von Jesus Christus. Öffne dein Herz, öffne deine Seele, Gruß von Jesus Christus. Es war in diesem Moment atemberaubend still. Als dieser Text geendet hat, kehrte das Leben wieder ein. Und am nächsten Tag war uns beiden klar, Margot und mir, diese Geschichte, diese Einzigartigkeit, wie es sich um diese 2 Tode unserer Söhne handelte und diese Gleichheit, diesen gleichen Seelenauftrag in die Welt zu bringen, trotz all dem Leid, die Liebe und die Freude wiederzufinden und in etwas Positives, in die Lebensaufgabe umzuwandeln. Und deshalb hatte ich von ihr die Erlaubnis bekommen, die Bilder von ihr und von ihrem Sohn und die Geschichte namentlich zu veröffentlichen.
Alle anderen Geschichten, die ihr in meinen 10 Büchern themenspezifisch findet, sind abgeändert. Jedoch Margot und ich waren uns einig, diese Lebensaufgabe muss so in die Welt getragen werden, wie sie ist. Und somit möchte ich mich bedanken für alle, die mir auf meinem Weg bisher schon begegnet und begleitet haben, sich mir geöffnet haben und vor allem denjenigen, die dann auch noch ein Statement abgegeben haben, was es mit ihnen bewirkt hat. Ein herzliches Dank und einen schönen, aufregenden weiteren Tag. Ich bin gespannt, was dieser Tag noch mit sich bringt. Ciao.